bin zwar kein Informatiker, aber dies hier ist mein erstes YouTube-Video. Daher möchte ich euch begrüßen mit Hallo Welt. Heute möchte ich eine Buchrezension machen und zwar zu dem Roman Stiller von Max Frisch und möchte am Anfang gerne ein bisschen allgemein etwas, noch nicht zum Inhalt, sondern eher zum Werk und drumherum erzählen. Also es wurde 1954 veröffentlicht und ist insofern für Max Frisch ein sehr wichtiges Werk gewesen, als dass es ihn zum literarischen Durchbruch verholfen hat. Also vorher war er nämlich hauptberuflich Architekt und dadurch, dass Stiller ein solch großer literarischer Erfolg war, konnte er sich danach selbstständig machen und hauptberuflich dem Schriftstellersein nachgehen. Es war auch vom Suhrkamp Verlag der erste Roman mit Millionenauflage und auch gleich die Widmung von Frisch ist Peter Suhrkamp, dem verehrten Freund in Dankbarkeit. Also sowohl für Frischs Karriere als auch für den geschätzten Suhrkamp Verlag ein wichtiges Werk. Auch noch vorweg, das Werk umfasst in meiner Ausgabe 438 Seiten und es ist auch eine relativ kleine Schriftgröße. Ich möchte das einfach vorweg sagen, weil ich auf BookTube den Eindruck habe, dass es doch viele gibt, die eher sich zu dünnen Bändchen hingezogen fühlen und so ist es auch bei mir. Und dieses Werk würde ich nicht mehr als dünnes Bändchen bezeichnen. Also ich habe dafür etwa einen Monat, ich glaube sogar ein bisschen länger als einen Monat gebraucht. Ich bin auch eine sehr gemächliche Leserin und wenn ich sehe, wow, wie viel andere in einem Monat schaffen, das ist nicht mein erreichbares Maß. Aber ich glaube, auch für andere Booktuber wird dies kein dünnes Bändchen sein und vielleicht umso interessanter die Rezension, lohnt es sich denn dennoch, das Werk zu lesen? Spannungsbogen. Aber da ich nicht gemein sein möchte, möchte ich schon mal kurz vorwegnehmen, ja, es hat sich gelohnt. Das verlangt natürlich aber noch nach einer Begründung und der möchte ich jetzt ein bisschen detaillierter nachgehen. Zunächst, worum geht es inhaltlich? Das Werk ist in zwei Teile unterteilt. Der erste, das sind erster Teil Stillers Aufzeichnungen im Gefängnis und der zweite Teil, das ist das Nachwort vom Staatsanwalt, wobei diese Teile nicht gleichmäßig sind, sondern ich rechnete es aus. Der erste Teil nimmt 87% und der zweite Teil entsprechend 13% ein. Also haben wir es am meisten zu tun mit Stillers Aufzeichnungen im Gefängnis. Wir haben die Grundsituation, dass der Schweizer Bildhauer mit vollem Namen Anatol Ludwig Stiller seit 6 Jahren verschollen ist. Man weiß nicht warum, man wird auch wenig eingeleitet. Die erste Situation ist eigentlich, ein Mann in der Bahn wird festgenommen, weil er für diesen verschollenen Stiller gehalten wird und er wird in Untersuchungshaft genommen. In Untersuchungshaft, weil ja einfach Misstrauen, wenn jemand lange verschollen ist und angehäufte Mietschulden und so weiter. Jedenfalls dieser Mann, der festgenommen wird, der kommt dann in Untersuchungshaft und führt dort Tagebuch und beginnt gleich dieses Tagebuch mit "Ich bin nicht Stiller". Tag für Tag, seit meiner Einlieferung in dieses Gefängnis, das noch zu beschreiben sein wird, sage ich es, schwöre ich es und fordere Whisky, ansonsten ich jede weitere Aussage verweigere. Und diese Haltung bewahrt dieser jemand. Da aber der erste Teil benannt ist als Stillers Aufzeichnungen im Gefängnis, ist es kein Spoiler, wenn ich sage, doch, es ist Stiller. Nur er bestreitet es. Und Stiller lernt im Gefängnis einige Personen seines Lebens kennen, darunter seine Ehefrau, seine Affäre, einige Freunde und auch sein Bruder. Alle identifizieren ihn als Stiller und er leugnet es weiterhin. Ja, und es wird praktisch die Begegnungen mit all diesen Personen so beschrieben. Und dann im Nachwort, das bezieht sich auf den Zeitraum nach der Untersuchungshaft und der Staatsanwalt, der eine gewisse Freundschaft zu Stiller aufgebaut hat, schreibt dort aus seiner Perspektive über Stiller und über ihn eben, seit er dann danach wieder auf freien Fuß ist.
Jetzt ist es eine Sache, die sehr, sehr spannend ist, sich im Stille anzuschauen, ist die Erzählperspektive. Denn wir lernen Stiller nie in der Ich-Perspektive kennen, obwohl die allergrößte Zeit des Werkes Stiller schreibt. Wir haben also irgendwo die Situation, Stiller, der leugnet, Stiller zu sein, begegnet alten Bekanntschaften, die etwas erzählen über Stillers früheres Leben, also vor allem eben in der Beziehung. Und so lernen wir ihn aus der Er-Perspektive kennen, obwohl die Identität Stiller es ja beschreibt. Und so hatte ich das Gefühl, ich lese zweierlei. Ich lese auf der einen Seite, wie ist es eben sichtbar, was steht in den Zeilen, was ist da passiert in den Beziehungen. Andererseits muss ich aber auch immer ganz auf der Hut sein, wie wird das denn jetzt geschrieben zwischen den Zeilen, so das Unsichtbare, wo beispielsweise macht er jetzt was im Zeitraffer, wo ich denke, das ist doch eigentlich wichtig, wo wird er ausschweifen, wo fehlt er plötzlich ganz leere Worte, was ist ihm jetzt gerade ganz wichtig zu betonen und auf so eine ganz subtile Weise zu versuchen, Stiller zu verstehen. Also ist es ein, ich finde, diese Erzählperspektiven sind sehr fordernd gewesen. Man kann da nicht einfach nur genussvoll schauen, was wird denn da so beschrieben, sondern für mich war es ein permanenter Denk- und Reflexionsprozess. Und dann im Nachwort lernen wir Stiller nochmal etwas kennen, und zwar diesmal aus einer tatsächlich neutralen Er-Perspektive. Der Staatsanwalt schreibt auch sehr sachlich, sehr objektiv, und da kann man die Zeilen lesen und plötzlich begreift man noch ein bisschen mehr und kann noch mal ein bisschen zurückschauen, wie man dann den ersten Teil so mit Stille erlebt hat. Ich finde diese Erzählperspektive etwas skurril, aber vor allem irgendwie sehr besonders. Also so etwas las ich bisher noch nicht und es macht das Lesen nicht unbedingt leicht, aber es ist dafür für mich umso positiv intensiver gewesen. Und somit finde ich, dass sich dieses Werk vor allem durch eine sehr besondere Erzählperspektive auszeichnet. Als ich mir Gedanken machte um die Bewertung, sind mir noch drei Punkte in den Kopf gekommen, die ich nennen möchte. Das eine bezieht sich auf die Länge. Wenn es kein dünnes Bändchen ist, sondern eben die Länge, dann frage ich mich, war das jetzt notwendig, dass das eben so viele Worte sind, oder sind da auch ganz viele überflüssige Worte drin und irgendwie würde mich das einfach ärgern, dann so viel Zeit zu investieren und dass da so viel nutzlose Zeit sozusagen dabei ist. Und das fand ich aber beim Stiller gar nicht. Also ich kann mich nicht entsinnen, dass ich je einmal beim Lesen dachte, das ist jetzt aber sehr ausschweifend, der Ort ist jetzt immer ein bisschen zu detailliert erzählt. Also es war wirklich viel, viel Handlung. Man lernt doch einfach alle Personen so sehr intensiv kennen, nicht nur Stiller, sondern eben auch entsprechend die Personen, zu denen Stiller eine Beziehung pflegt. Und wenn es einmal beispielsweise Ortsbeschreibungen gab, dann habe ich die auch ziemlich genossen. Man merkte daran einfach, dass Herr Frisch dieses Werk nicht in einem zarten Bubenalter schrieb, sondern eben schon in einem etwas gestandeneren Alter von Anfang 40 und einfach mit einem schönen großen Wortschatz, mit schönen Umschreibungen, ein gebildeter Mensch, und das liest man da raus und das war dann auch immer mal wieder so genussvoll, aber es war auf keinen Fall zu viel. Und ich habe auch das Gefühl, ich brauchte die Zeit, um mich auf Stiller einzulassen und Stiller immer mehr kennenzulernen, immer mehr Ideen über ihn zu entwickeln. Und ja, war dann am Ende im Übrigen auch sehr froh über das Nachwort, wo ich dann nicht so ganz in meinen bloßen Spekulationen geblieben bin, sondern noch mal ein bisschen auf was Klareres zum Schluss hatte. Mein zweiter Gedanke bezog sich darauf,
was steckt denn so an Themen in diesem Werk? Und ich denke, dass unterschiedliche Leser mit unterschiedlichen eigenen Biografien Unterschiedliches herauslesen werden. Ich habe mich eben ganz besonders mit der Person Stiller, also mit all seinem intrapsychischen beschäftigt. Das hat mich so umtrieben. Aber es steckt auch noch mehr drin. Es stecken ja zum einen ganz viele Beziehungen darin, also alles Interpsychische zu seiner Ehefrau im ganz Besonderen, auch zu seiner Affäre, wie er Freundschaften aufbaut. Im Übrigen wird auch nochmal die Beziehung im Nachwort sehr, sehr schön, ich würde fast sagen, wie so ein systemtherapeutischer Ansatz analysiert. Da kann man sein Augenmerk auch drauf haben. Oder er ist Bildhauer, es geht auch immer mal wieder um Kunst und was, ja, welche Beziehung pflegt ein Künstler zur Kunst, was ist da so seine Intention. Es geht aber zum Beispiel auch teilweise in Abschnitten darum, mit der Identifikation mit seinem Heimatland, also so ein bisschen gefährlich Nationalstolz versus vielleicht auch gefährlich Kritik am Heimatland zu üben. Und da geht es vor allem um die Schweiz. Wenn sich jemand für die Schweiz interessiert, dann kann es für denjenigen auch interessant sein. Also es steckt einfach eine Fülle an Themen darin, aus denen man auch so ein bisschen für sich auswählen darf. Da hat man so einen gewissen Luxus, so habe ich es empfunden. Und jetzt meinen dritten Gedanken, und der geht jetzt ein bisschen, also der geht jetzt eigentlich sehr über irgendeinen objektiven Maßstab hinaus. Ich glaube, alles, was dazu objektiv zu sagen ist, ist, dass das Werk viel in mir ausgelöst hat, viel an Gedanken, und ich das als sehr positiv bewerte, dass ein Werk das mit mir anstellen kann. Und das Subjektive, was nun kommt, sind, und das dringt aber auch ein bisschen in mir, zu sagen, welche Gedanken waren das dann? Und ich hatte jetzt auch ein bisschen überlegt, möchte ich das wirklich sagen? Denn ist nicht eine Rezension einfach etwas Objektives, wo man wissen möchte, ja, wie gut und tief sind die Charaktere da so beschrieben? Und dann dachte ich aber, naja, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der auch genau diese Themen hat oder sich auch ähnliche Fragen stellt und ja, der vielleicht daraufhin das Buch als Empfehlung wahrnimmt. Oder auch jemand, der sagt, was sind das denn für Gedanken, das ist ja überhaupt nicht mein Thema. Diese Gedanken beziehen sich auf Selbstfindung. Selbstfindung als einen Prozess, zu sich selbst hinzufinden. Also ich verfolge viele andere Booktuber, die auch in einem recht jungen Alter sind, irgendwas in den 20ern, sage ich mal, wo das einfach auch noch ein sehr präsentes Thema ist. Man kennt sich noch nicht selbst so lange. Und dann Selbstfindung als Prozess und dann Selbsterkenntnis als dann ein Zustand, der am Ende steht. Das ist jetzt viel zu redundant, also es ist wahrscheinlich ein Prozess und dann mal wieder eine Erkenntnis und mal wieder ein Prozess und der läuft parallel und so weiter, aber ich möchte es jetzt mal einfach halten. Selbstfindung, Selbsterkenntnis, und aus Stiller habe ich so rausgezogen und auch nochmal, ich habe auch gelesen, was ich mir so angestrichen habe, das war auch wirklich immer wieder, dass diese Selbsterkenntnis so etwas ganz, ganz Schmerzvolles ist. Da möchte man resignieren, das ist voller Melancholie und daran, da kann man dran zugrunde gehen. Und für mich ist zum einen die Frage, ist das so? Ich bin ja irgendwo auf meinem Selbstfindungsweg. Und was dort am Ende wartet, boah, muss ich da voll auf der Hut vor sein? Sollte ich da dann nicht doch lieber die Augen vor verschließen, damit ich da gar nicht hinkomme zu diesem schmerzlichen Zustand? Daran glaube ich nicht. Dann ist die Frage, vielleicht ist es tatsächlich so, aber der Mensch hat auch die Möglichkeit, sich selbst zu belügen und dafür die Augen zu verschließen. Das wäre auch so eine Umgangsmöglichkeit. Wenn er sich auf diesen Zustand gänzlich einlässt, dann kann es im Anzweifeln von allem und jedem enden, wie es vielleicht bei Stiller so war. Ist es vielleicht dann aber auch mal wichtig, in die Trauer hineinzuhorchen und sich das einfach mal genauer anzuschauen. Also man erkennt vielleicht, man möchte wer sein und man ist ja nicht. Man wünschte sich so sehr, man wäre
eine große Balletttänzerin geworden, aber man ist es schlicht nicht. Das kann schmerzen, das kann ich mir vorstellen. Und dann, wie ich eben gesagt hatte, kann ich die Augen davor verschließen und mir sagen, ah, es ist ja so super, was ich mache und alles toll. Sehr angenehm. Oder ich kann mich daran total aufhängen und überhaupt nicht mehr rauskommen und mir sagen, weiß nicht, im schlimmsten Fall, ich möchte nicht mehr leben, weil das so schlimm ist. Oder eben dieses, okay, ich lasse jetzt mal eine ganze Zeit lang diese Trauer zu und habe dann irgendwann damit abgeschlossen. Diese Gedanken waren für mich ganz beruhigend, als dass ich denke, egal was auf meinem Selbstfindungsweg passiert, es kann nicht total schlimm werden, weil ich immer wieder die Option habe, mich zu belügen, mir das alles zu verschönigen. Aber ich glaube daran, dass es einen besseren Weg gibt, als den, der Stiller gefunden hat. Und ich empfinde großes Mitleid mit Stiller und weiß, dass ich für mich den Weg anders gehen möchte. Das waren die einen Gedanken und ich möchte nicht zu ausschweifend werden, aber ich möchte noch einen anderen Gedanken äußern, der mir wichtig ist. Und zwar diesen. Ich beobachte auf YouTube oder generell im Social-Media-Bereich so viel, dass manche Menschen mit einer Reichweite von Hunderttausenden so viel Privates teilen. Und das ist für mich ihre Identität. Und ich finde, also diesen Gedanken fände ich für mich wahnsinnig beängstigend. Das, was ich noch für mich habe, meine Identität, also das empfinde ich als so wertvoll und innig und intim, das mit anderen Menschen zu teilen, finde ich einen ganz beängstigenden Gedanken. Nun frage ich mich oder habe mich in dem Kontext gefragt, warum tun es diese Menschen aber doch und geben sie nicht vielleicht. Ja, hört man ja vielleicht immer wieder, oh, alles ist so beschönigt und Photoshop und so weiter. Ja, geben Sie nicht vielleicht einfach den schönen Teil Ihrer Identität preis? Und ist das nicht auch eine Form der Selbstlüge, dass Sie vielleicht für sich selbst dann allmählich glauben, Mensch, wie, ist doch ein tolles Leben. Ja, man kann mit toller Videobearbeitung und Fotobearbeitung auch wunderbar ein tolles Leben sich zeichnen, sich bearbeiten, sich optimieren. Und vielleicht ist das eben diese Selbstlüge. Aber es wird noch einen anderen Anteil geben. Es gibt nicht, also es gibt die Möglichkeit, dieser andere Anteil, der wird dadurch verdrängt. Dadurch schauen diese Menschen dort gar nicht mehr hin und wie gesagt, leben in ihrer eigenen kleinen Scheinwelt. Oder dass ihnen dieser andere Teil sehr bewusst ist und sie aber dadurch, so stelle ich mir das vor, in einer ganz großen Diskrepanz leben. Sie haben ihr tolles Leben, was sie präsentieren nach außen und sie haben ganz viele schmerzhafte Anteile und negative, schmerzende Selbsterkenntnisse und sind unzufrieden mit sich und bleiben damit irgendwie für sich. Ich weiß nicht, wie man mit einer solchen Diskrepanz dann umgehen würde. Ich meine, mir fällt es jetzt einfach schwer, mich in diese Menschen hineinzuversetzen. Oder ich kenne diese Menschen einfach nicht. Ich kenne diese Menschen von ihren Videos, aber ich kenne eben nur ihre Videos und ich kenne nichts weiter von ihnen. Aber trotzdem finde ich diese Fragen für mich einfach sehr, sehr spannend und sie lassen mich auch irgendwo noch nicht ganz los. Ich frage mich wirklich, warum diese Menschen eben in die Öffentlichkeit wollen mit einem so selektiv positiven Anteil von ihnen selbst. Denn ich kann nicht glauben, dass die einzige Intention war, anderen beizubringen, wie man sich schminkt, irgendeine besondere Art der Befriedigung muss das in diesen Menschen auslösen. Wisst ihr, und all diese Gedanken wurden jetzt nochmal so schön vom Stiller ausgelöst und von daher 5 von 5 Sternen, ich bin sehr, sehr dankbar, hiervon bereichert worden zu sein. Und wenn jetzt bei meinem letzten
Monolog. Einige vielleicht dachten, ach, das ist ja ganz, ganz spannend, darüber habe ich mir auch schon mal Gedanken gemacht, oh, so kann man den Stiller lesen. Dann ist es auf jeden Fall eine Empfehlung für diese Menschen und für Menschen vielleicht generell, die sich mit Selbstfindung in einem jungen Alter. Ich finde aber auch, dass, so konnte ich es nicht lesen, aber auch in einem, ich sag mal, älteren Alter, relativ zu mir gesehen, ich sag mal jetzt einfach so 40, 50 aufwärts, mit Selbsterkenntnis und vielleicht nochmal eine umso größere Trauer darum, nicht das zu sein, was man sein möchte, weil in jungen Jahren hat man ja noch mehr Handlungsmöglichkeiten. Auch für diese älteren Menschen, also sehr, also ganz wertneutral, würde ich das auch auf jeden Fall empfehlen. Wer schon von Frisch anderes las, also ich las auch Homo Faber und ich finde den Sprachstil ähnlich. Also es sind unterschiedliche Personen und man denkt nicht, es ist eine und dieselbe Person, die jetzt irgendwie erzählt, aber es ist schon so dieses raue und ich finde sehr gediegen kunstvoll geht er mit Sprache um. Also die den Schreibstil von Max Frisch schätzen, auch für diejenigen ist es eine Empfehlung. Wer sich jetzt aber von den Themen irgendwie gar nicht hat angesprochen gefühlt, war das gerade Deutsch, nochmal. Wer sich eben nicht angesprochen gefühlt hat von den Themen, dem würde ich es auch nicht empfehlen, weil es doch eine etwas längere Zeit ist, wo man sich damit auseinandersetzt. Und auch wer es nicht so gerne hat, wenn etwas sehr unkonkret ist und man eben zwischen den Zeilen lesen muss, auch für den wird das dann kein großes Vergnügen sein, weil das, was man in der Oberfläche sieht, ist nett, aber ist bei weitem nicht alles. Und wenn man nur das liest, dann ist, finde ich, den Stiller auch nicht so vollkommen. In diesem Sinne, sollte jemand von euch den Stiller auch gelesen haben, ich würde mich wahnsinnig über Austausch freuen. Auch generell zu Themen, die ich gerade angesprochen habe. Auch wenn ihr dazu noch weitere Buchempfehlungen habt, ich würde mich, wie gesagt, freuen. Und alle Kommentare, Kritiken, Anmerkungen sind hier herzlich willkommen. Ein offener Raum für alles. Und nun, lest schön und lasst es euch gut gehen.